Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Ausgepackt-Video und ich habe Post bekommen, mal wieder, Überraschungspost. Und das Paket ist so groß, dass es kaum ins Bild passt. Etwas schlanker, aber riesengroß. Und zwar habe ich Post von dem Davanda Shop Herzbuffet bekommen und ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Ich finde es total toll, dass einige Shops sich bereit erklärt haben, mir eine Kleinigkeit und Überraschung zuzusenden. Und ich packe die Sachen natürlich auch gerne mit euch zusammen aus. Ich bin wieder gespannt wie ein kleines Kind zu Weihnachten, was jetzt in dieser tollen Box hier drin ist. Und ja, ich mache einmal kurz hier den Karton auf und dann packen wir das Ganze gemeinsam aus. Okay, also ich habe noch nicht reingeguckt, bin genauso überrascht wie ihr gleich, wenn ich den Karton aufmache, wenn er denn aufgehen würde. Irgendwas verpasse ich immer aufzuschlitzen. Na komm schon. So, jetzt aber. Okay. Okay, das ist der erste Blick auf dieses wunderschöne Paket. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst rausnehmen soll. Ich packe einmal den Karton beiseite. Okay, so, ich habe das Ganze mal aus der Tüte rausgenommen, damit das jetzt nicht so doll bei euch raschelt. Und ich bin total geflasht von dem Inhalt. Also, ich durfte ihr sagen, was mir gut gefällt in ihrem Shop, damit sie so einen Eindruck bekommt, womit sie mir eine Freude machen kann und womit ich auch was anfangen kann. Da waren unter anderem diese Binder-Clips bei. Ich habe noch keinen davon, deswegen finde ich das richtig, richtig cool, dass du einen beigelegt hast. Super, super schön. Ich glaube, ich muss mir davon auch einfach mal ein paar mehr bestellen, weil ich die so hübsch finde. Aber jetzt habe ich schon mal einen und das ist ziemlich, ziemlich toll. Was haben wir hier noch? Einen Mini-Stempel. Ich gucke einmal, was das für ein Motiv ist. Oh nein, wie niedlich. Ich hatte ihr geschrieben, dass ich Fotografie und Tanzen sehr gerne mag. Und vielleicht hat sie da irgendwas in ihrem Shop, was dazu passt. Ich hatte natürlich nicht jedes Produkt gesehen, was sie im Shop hat, sonst hätte ich da Stunden verbracht. Und sie hat mir einen Mini-Stempel geschickt mit einer Ballerina drauf. Und das ist der Oberhammer. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Ich werde nachher eine Nahaufnahme hiervon für euch noch machen und einblenden, damit ihr das erkennen könnt. Wow. Perfekter hättest du es nicht treffen können. Das nächste ist ein Masté-Tape und da hatte ich auch gesagt, dass ich das richtig cool finde. Und das ist das Masté-Tape mit dem Strandmotiv. Und das passt natürlich gerade super in den Sommer und ich finde das richtig, 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 richtig schön. Ich habe das schon so oft bei anderen Philo-Tubern gesehen oder Philo-Fexern und jedes Mal dachte ich so, wow, das musst du dir eigentlich kaufen. Und jetzt habe ich es. Wie cool ist das denn? Dann, also man sieht schon, das zieht sich hier so ein Meerthema durch, aber ich mag das auch total gerne, das ist super. Das nächste sind Clear Stamps. Von der Marke, das kann ich nicht erkennen, Sweet irgendwas. Dixie könnte das heißen. Ich habe die Blümchen als I-Pünktchen nicht gesehen. Sweet Dixie, hier oben steht's. Und das sind auch Clear Stamps zum Thema Sea Creatures, also Meerestiere. Und diese Algen sehen richtig cool aus schon mal. Die kann man sehr schön verwenden. Das Netz ist auch klasse. Diese kleinen Pünktchen sind klasse.
das Einhorn, sag ich schon. Das Seepferdchen ist richtig niedlich. Der Seestern ist auch klasse. Okay, also, die sind alle klasse. Halten wir das mal fest. Die kommen auf jeden Fall in eine der nächsten Wochendekos von mir. Da muss ich dann mal ein Mehrthema machen. Wow. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ups. Hier habe ich noch eine Karte von ihr. Die legt sie wahrscheinlich bei jedem Kauf auch bei, diese Visitenkarte. Das ist die Visitenkarte von Herzbuffet. Als Dankeschön, hier gibt es nochmal 10% auf die nächste Bestellung. Sie hat ja einen Code drauf. Hallo Herzbuffet, das ist der Eröffnungsrabatt. Da gibt es 10% auf die Bestellung. Wahrscheinlich hat sie das auch irgendwo öffentlich stehen, deswegen sage ich das jetzt einfach mal so. Das ist ja jetzt nicht nur für mich. Das nächste sind Tanzteile, soweit ich das sehen kann. Genau, auch zum Thema Meer, Strand und so weiter. Super schöne Motive. Ich hatte ja auch geschrieben, dass ich es nicht so kitschig mag. Und das ist halt total unkitschig und total schön. Ich finde das Teil hier super. Die Papyrusrolle, dieses Glas. Also das ist, da sind echt sehr schöne Motive bei. Hier ist noch eine Karte. Ah, okay. Das ist also die Danke für den Einkaufskarte. Und das ist die Visitenkarte von Herzbuffet. Genau, von der lieben Miriam. Und der Grund, warum der Karton so groß war, waren diese drei Papiere. Und das erste hier ist eine Welle. Super schönes Meermotiv. Und auf der Rückseite auch sehr schön. Passt sehr gut zu den Stanzteilen hier. Wow, wie angegossen. Dieses Holzmotiv. Dann das nächste sind Sprüche. Und auf der Rückseite ein großer Spruch. Auch sehr schön, auch mit diesem aquarelligen und diesen Wasserfarben, also Meerfarben. Auch sehr schön. Und das allerletzte Blatt sind Teile, die ich ausschneiden kann zum Thema Fotografie, so Polaroid-mäßig. Auch sehr schön. Ein bisschen mädchenhafter. Das Motiv ist auch sehr schön. Und die Rückseite ist wieder ein Holzmotiv. Auch wunderschön. Ja, also, was soll ich sagen? Ich bin wirklich hin und weg über diese super nette Post von dir, liebe Miriam von Herzbuffet. Ich freue mich wahnsinnig über jedes einzelne Teil. Ich finde den Stempel super, super, super toll. Der Binderclip ist toll, das Masté-Tape ist toll, die Stamps sind toll, die Stanzteile sind toll. Das Papier ist wunderschön. Du hast wirklich meinen Geschmack getroffen, das muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, was ich davon zuerst benutzen soll. Aber das finde ich dann schon heraus, wenn ich ein Momentchen drüber nachdenken konnte. Vielen Dank, liebe Miriam. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, mal in ihrem Shop vorbeizugucken auf der Wanda. Sie hat noch ganz viele andere tolle Produkte. Da lohnt es sich mal reinzugucken. Ich verlinke ihren Shop auch in der Infobox und auch den Rabattcode, falls der nicht hier bei ihrem Shop irgendwo angezeigt wird, dass ihr den habt, mit den 10%. Und ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Reihe an Ausgepackt-Videos gefallen. Ich glaube, das wird vorerst das letzte, weil ich kriege jetzt auch nicht Unmengen an Post. Das war jetzt wirklich sehr gehäuft, dass ich so viel auf einmal bekommen habe. Vielen Dank an alle Shops, die mir was zusenden wollten. Und ja, ich habe mich über alles gefreut. Ich weiß gar nicht, wie ich alles in meinen nächsten Dekos verbraten soll, weil ich habe eine Wochendeko und eine Monatsdeko, die ich immer mache und auch filme. Und ich habe, glaube ich, jetzt Sachen für die nächsten Jahre. Aber irgendwie kriege ich das nur unter einen Hut, weil ich wirklich alles sehr, sehr hübsch und schön finde und auch benutzen möchte. Und
ja, wenn euch die Videos gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und auch gerne immer Feedback in den Kommentaren lassen, was ihr gut oder nicht so gut fandet. Konstruktive Kritik ist bei mir gerne gesehen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!